fahren. Und hier könnte es gleich den nächsten ungarischen Sieg geben. Denn auf Bahn 4 war der Vorlaufschnellste Norbert Roscher aus Ungarn. Und er hat einen ganz starken Gegner auf der Bahn 3. Das ist Nick Gillingham, der Brite. Die beiden schwimmen hier das erste Mal seit 1992 wieder gegeneinander. Da haben wir sie auf Bahn 3 und 4. Die übrigen Bahnen, auch starke Leute auf Bahn 8, ein alter Bekannter in Österreich, Radek Beinhauer, der Tscheche, der im Vorjahr hier gewonnen hat. Auf Bahn 5 auch noch stark im Vorlauf der Kroate, Čač, aber konzentrieren wir uns auf das Duell Gillingham gegen Roscher. Roscher, der Weltmeister über 100 Meter, der Olympia-Zweite über die 200 Meter Brust und auch WM-Zweite über die 200 Meter Brust. Und Nick Gillingham war jeweils Dritter, sowohl in Barcelona als auch in Perth. In Barcelona war nur Mike Barrowman, der Weltrekordhalter aus den USA, schneller. Norbert Roscher führt in den drei Duellen bisher über die 200 Meter Distanz gegen Gillingham mit 2:1. Und wie gesagt, jetzt das erste Duell der beiden wieder gegeneinander. Starker Start der Bahn 8 von Radek Beinhauer, der auch heuer beim Austria-Meeting gewonnen hat. Und beim Länderkampf in St. Pölten. Er war auch Siebenter der Europameisterschaft in Athen vor 3 Jahren. Norbert Roscher hat gestern die 100 Meter Brust gewonnen. Auch da war es ein ganz, ganz spannendes Rennen zwischen ihm und dem 27-jährigen Fritzen Gillingham. Nur 8 Hundertstel haben die beiden getrennt. Auf der Bahn 6 noch ein starker Engländer, Alex Clapper. Er liegt gut im Rennen. Ebenso auf der Bahn 3 Gillingham und ganz oben auf der Bahn 8 Beinhauer. Roscher hält sich noch ein bisschen zurück auf der Bahn 4. Die Wende nach 100 Metern. Gillingham führt vor Roscher, dann kommt Beinhauer und dann Kleffer. Gillingham versucht sich da also vielleicht ein bisschen zu revanchieren für seine gestrige knappe Niederlage über 100 Meter. Nick Gillingham, der bei den Europameisterschaften, bei allen drei Europameisterschaften zuletzt, die Distanz über die 200 Meter gewonnen hat. 89 in Bonn, 91 in Athen und 93 in Sheffield. Eine Europameisterschaft, bei der Roscher übrigens gefehlt hat im Vorjahr. Denn der Ungar wollte nach Australien auswandern, hat dort auch einige Monate trainiert. Aber irgendwie hat es dann mit dem Geld doch nicht so ganz gestimmt, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann ist Roscher wieder zurückgegangen nach Ungarn zu seinem Trainer Secchi. Gillingham oder Roscher, wer gewinnt da das Finale über 200 Meter Brust auf der Bahn 8? Radek Beinhauer ist mittlerweile zurückgefallen, auch auf der Bahn 6, der zweite starke Engländer Clapper. Gillingham auf der Bahn unter Roscher, Gillingham auf der Bahn 3, Roscher auf der Bahn 4. Roscher liegt knapp vorne. Es wird ähnlich knapp wie gestern über 100 Meter und ich glaube, Roscher schlägt zuerst an. Jawohl, die Bahn 4, Norbert Roscher gewinnt in 2:17,17 und Nick Gillingham muss sich wieder knapp geschlagen geben. Der 27-jährige Brite, also hinter Roscher, erneut Zweiter im Wiener Stadionbad. Für beide ein wichtiger Test im Hinblick auf die Weltmeisterschaft in Rom. Beide zählen dort über die Bruststrecke zum absoluten Favoritenkreis. 2:17,17. Zweiter Gillingham, England, 2:17,49. Nochmals in Zeitlupe die letzten Meter. Beide mobilisieren die letzten Kräfte. Unwahrscheinlich, wie Roscher dann noch einmal antaucht. Und im letzten Moment ist er vorne. Hier noch einmal das genaue Ergebnis. Norbert Roscher, der Ungar, gewinnt also in 2:17,17. Zweiter der Brite Gillingham in 2:17,49. Dritter der Tscheche Beinhauer in 2:21,39. Er hat leicht lachen, Norbert Roscher. Seine Trainingsleistung hier bestätigt im Wiener Stadionbad. Und es geht gleich weiter mit dem Damenbewerb. Und zwar über 100 Meter Brust.